Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu F123, mein Team. Jawohl, wir fahren heute in Australien 15 Runden bei bewölktem Wetter. Ich hoffe nicht, dass es regnet, das wäre schade. Aber wir müssen schauen, dass wir ein bisschen nach vorne kommen. Denn Platz 9 und Platz 12 ist nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten. Müssen wir schauen, wie es mit Boxenstopp und Co. aussieht. Ob wir da eine Chance haben. Max hat auf jeden Fall eine Chance, wie immer. Bei uns kommt es auch ein bisschen aufs Glück drauf an. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir nicht um den WM-Titel dieses Jahr kämpfen werden. Ich glaube, die Aufgabe gehört jemand anderem, aber wir können zumindest versuchen, dass wir in die Top 3 der Konstrukteursmeisterschaft fahren. Das sollte ein Mindestziel sein eigentlich. Schauen wir mal. Wegen Covid-19 war diese Strecke ein paar Jahre lang nicht im Programm und wir haben den Albert Park vermisst. Willkommen zurück in Melbourne. Willkommen zurück zum großen Preis von Australien. Heute fahren wir im Bundesstaat Victoria, wo die Fahrer 14 Kurven auf 5,28 Kilometern erwarten. Das Ganze bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von ungefähr 190 Stundenkilometern. Die sehr nahen Streckenbegrenzungen machen Unfälle unvermeidlich. In der Vergangenheit gab es hier immer ein Safety Car. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole, an der Seite von Esteban Ocon. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Drugovic, Sainz, Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Daniel, Russell, Joe, Verstappen, Gasly, Magnussen, Bottas, Albon, Theo Pourchaire, Sargent, Tsunoda, Stroll, De Vries und Liam Lawson. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Schöne Kameraeinstellung mit Max im Hintergrund. Right, mate, I know it's your home Grand Prix, but I want you to treat it like any other race. Let's not make any unnecessary risks, please. Starten wir nur auf der guten Seite. Right, let's get the car up to temperature on this lap, please. We're learning the gears, so let's go through them all if you can. Das ist natürlich jetzt die Frage. Kriegen wir die Reifen warm, ohne dass sie komplett ausnutzen. Ich sehe schon wieder Alonso mit einer ähnlichen Taktik, glaube ich, vom letzten Jahr. Alonso ist ja letztes Jahr Medium-Soft gefahren. Also genau das Gegenteil zu dem, was wir tun. Und das hat ihn letztes Jahr immens weit nach vorne gebracht. Gut, aber da kam der Regen natürlich dann auch noch dazu. Das muss man natürlich auch sagen, dass der natürlich dann von Medium auf Soft gefahren ist und dann auf dem soften Reifen zu Ende gefahren ist. Während alle anderen noch in der Box waren.
Die Frage, ich sehe den Clan auch nur auf 7 und 6. Ich kann mir vorstellen, dass Norris aber den Rest relativ rockt. Der ist letztes Mal auch gut mitgerockt. Sagt Joe Guan Yu hinter uns. Superb parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and what. Ricardo mit einem Weltklasse-Start. Der Australier zack vor auf die 3. Wahnsinnig gut gestartet, Daniel Ricardo. Drugovic, der Brasilianer hinter ihm. Danny Rick mit einem Wahnsinnsstart. Status Teamkollege. Gap to your teammate behind is 2.9 seconds. They're on fresh mediums. They're in 10th place. Time last lap was a 1 minute 29.9. Approaching the pit window and you're going to be on mediums. Red Bulls kommen wir nicht hin. Your increase
cutting the gap on the car behind by 5/10 a lap. So Shit, den wir von der Führung brauchen. Okay, you're approaching a group of slower cars. Try to get through them quickly. Okay, we want you to pit this lap, so push now, push. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Reifen lässt ordentlich nach bei uns. Okay, some information on Norris. They've got some kind of mechanical problem. Status Teamkollege. Okay, so we're leading our teammate by 3.0 seconds. They're on old mediums. They're in 10th place. And the time last lap was a 1:21.7. Ganz optimal. Okay, mate, that's it. Go, go, go. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Ich hoffe, die Red Bulls jetzt durch einen Undercut zu einem Fehler zu zwingen, zu einem taktischen. Der Start von uns war gigantisch, der war wirklich weltmeisterlich. Natürlich ist die Pace strong. Ich muss auch eine strong Pace zeigen jetzt, wenn wir die Red Bulls einholen wollen.
Just a reminder, we're critical on fuel, probably a lap or so short. We don't need to risk a DNF chasing records, so let's think about starting to conserve fuel, maybe lifting early into the corners. Siehst du mal, wie schnell der ist. Max is in the pits. Max in the pits. Also einen haben wir schon mal. Green Flag. Okay, some information on Piastri. Okay, it looks like the problem's terminal. They're retiring the car. Ja, der hält voll in ins Auto rein. Who cares? Flag. Okay, that's us with five laps of fuel remaining. Five laps of fuel left. Battery charge is high, let's use that overtake button a bit more. Gap to your teammate behind is 6.8 seconds. Okay, the underbody's taken some damage. You might start to notice it soon.
Ich ziehe an beiden Red Bulls vorbei. Gott, da sind wir froh drüber. lief alles nach Plan heute, bis auf den Sprit. Den habe ich natürlich jetzt sehr genau im Blick, weil das ist natürlich was, wo ich sage, wir müssen schon noch mal runterkriegen. We've only got two laps of fuel left. Ich kann halt nichts ändern. Das ist halt das, was mich nervt. Weil wir den Spritverbrauch praktisch nicht kontrollieren können. Und das ist was, wo ich sage, das ist sehr, sehr uncool. Das heißt, wir werden darauf angelegt, dass wir eben hier einen, wie soll ich sagen, einen Safety Car brauchen. Aber das wird nicht mehr kommen, weil wir haben nur noch drei Runden. Ist halt nur schön zu sehen, mal wieder, dass wir sonst nie Probleme hatten mit Sprit. Und jetzt auf einmal in Australien Spritproblem haben. Und ich aber halt auch den Benzingebrauch nicht umsteigen kann. Und das ist was ich sehr, sehr vermisse. Leider. Less than one lap of fuel left now, the tank's pretty much empty. Okay mate, this is the final lap of the race, final lap. Verstappen Fünfter. Okay, careful with the overtakes. That was a bit risky. We could have received a penalty. So, das ist keine Strafe. Komm, Drugovic, schnapp ihn dir. Geht auch noch vorbei. Oh, das ist gut. 4 und 5.
Hey, besseres Ergebnis als ich erwartet habe. Vielleicht kriegt Ocon noch eine Strafe. Aber wie gesagt, also das ist... Ocon wieder sucht sich eine Stelle, wo absolut kein Platz ist. Fahren wir einfach nochmal ins Auto rein. Who cares? Wir haben heute großartige Duelle auf den Straßen von Melbourne gesehen und jetzt einen... Aber was mich halt wieder am meisten ärgert, ist dieser Fakt, dass wir uns die fucking Seele aus dem Leib fahren. Stefan Römer, was denkst du? Und auf einmal haben wir Probleme mit dem Sprit. Wir hatten zwei Saisons lang in Australien nicht eine Sekunde Problem mit Sprit. Die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Das ist das, was ich nicht verstehe. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt. Ocon, diesen hässlichen Lutscher, es tut mir leid. Aber auf den bin ich richtig sauer. Weil, was ich nicht verstehe, ist, Max Verstappen performt in unserem Auto Weltklasse. Ocon in unserem Auto Platz 19 bis 20 oder 22 noch schlechter. Jetzt setzt man ihn in den Red Bull, auf einmal kann er Auto fahren. Weißt du, es ist eine Frechheit. Also das, was Ocon letztes Jahr bei uns geliefert hat, ist eine Frechheit. Aber gut. Hätten letztes Jahr einfach Liam Lawson verlängern sollen. Wäre besser gewesen als Ocon. Aber ja. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Esteban Ocon übernimmt nach diesem hervorragenden Ergebnis die Führung in der Fahrermeisterschaft. Also Stefan, wer ist für dich Fahrer des Tages? Über Carlos Sainz kann man sicherlich nicht meckern. Seine Fähigkeit... Digga, Max fährt von 12 auf 4. Das ist... Dieser Stefan Römer, das ist so ein... Ja, nee, sag ich gar nicht dazu. Red Bull übernimmt die Führung in der Meisterschaft. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Albon von 16 auf 10 stark. Norris auch nur 21. Hat es da gekracht bei denen? Weiß nicht, aber das war kein guter Auftritt von McLaren. Aber der Start war schon genial. Der Start war schon genial. Das muss ich einfach echt sagen. Dann können Sie auch hier ganz mal zurückspulen. Dann siehst du erstmal, wie viele Plätze Hamilton verliert. Hamilton startet auf 3. Der kommt überhaupt nicht weg. Hier. Das sind die Ferraris außen schon vorbei. Zack, zack. Jetzt kommt Ricciardo. Durch das, dass Sainz natürlich langsamer gestartet ist, schießt er natürlich an Sainz auch noch vorbei. Und schnappt sich dann in der ersten Kurve gleich noch Trugovic und dann hieß es nichts wie ab den Red Bulls hinterher. Oder haben wir auch so viel Sprit verloren, weil uns Leclerc in die Seite reingefahren ist? Das weiß ich natürlich nicht. Ah, das war auf jeden Fall wieder eine Aktion, die war nicht nötig. Was mich jetzt natürlich interessiert, hat er Ocon überhaupt eine Verwarnung bekommen? Ja! Wenigstens eine Verwarnung. Wenigstens das. So, Rangliste. Zweiter Platz, 10 Punkte hinter Ocon. Ocon darf nicht Weltmeister werden. Sainz auf der 3, Norris 4, Trugovic auf der 5, Verstappen rutscht hoch auf die 6. Starkes Rennen von ihm. Generell muss ich sagen, bisher super ausgeglichenes Saison bisher. Punktgleich mit Ferrari hinter Red Bull, 9 Punkte. McLaren auch knapp dahinter. Mercedes, ja, die haben heute nicht unbedingt super gepunktet. Der eine fährt zwar von 11 auf 8 vor, aber der andere fällt auch von 3 auf 7 zurück und das ist halt auch bitter. Und dann natürlich letztes Rennen noch Hamilton und Guan Yu Zhou mit ihren Crash-Tests. Nicht unbedingt besser. Aber ja, ich glaube, wir können ganz zufrieden sein. Haben wir heute, glaube ich, ein klasse Rennen gezeigt. Miami
müssen wir uns ähnlich Gutes abrufen. Aber ich glaube, das sollte möglich sein mit dem Auto. Ja, schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt schon mal vor, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.